Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in New Mexico zum Spiel Anno 1800. Weiter geht's, Leute. Wir waren ja gerade stehen geblieben und haben Bananenplantagen gepflanzt. Und jetzt geht's weiter mit der Küche. Die müssen natürlich verarbeitet werden. Zack. Da bauen wir gleich mal drei Stück hin. Weil wir haben ja auch drei Bananenplantagen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wie lange brauchen die. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Ja, eine auf eine quasi. Also eine ist genauso schnell wie eine andere. Das passt. So, dann haben wir erstmal die Grundversorgung. Wir brauchen aber mehr Bauern, Leute. Also mehr, nicht Bauern, sondern Jornaleros. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen weiter bauen. Und zwar bauen wir hier gleich mal so. Und da kriegen wir, würden wir drei nebeneinander kriegen. Ich glaube, ich muss die Straße ein bisschen versetzen. Wir müssen die Straße ein bisschen versetzen, weil wir brauchen hier eine Straße. Und brauchen dann wieder zwei Häuser später auch wieder eine Straße. Gucke mal eine an. Machen wir das einfach schnell mal so. Zack. Flupp. Und wenn ich dir verspreche, auch nie wieder einen Zaubertrick vorzuführen. Der will 36.000 dafür haben, dass ich ihn nicht angreife, will er mich verarschen. Himmel, Arsch und Zwirn! Mensch, heul nicht rum, Alter, der geht mir richtig auf den Piss, der Typ. So, und zwar brauchen wir weitere Hütten. Immer schön mit Straße verbinden. So, jetzt dürfen wir erstmal genug haben, würde ich sagen. Die wollen natürlich Sie auch ein paar Sachen haben. Ein neues haben. Zwischenziel erreicht. Eine Kleinstadt. Guck mal einer an. Oh fuck, ich habe nicht drauf geachtet. Feuerwehr! Die Flammen sind außer Kontrolle. Oha! Oha! Diese Brände können kaum auf das warme Klima zurückzuführen sein. Das war Brandstiftung, Leute. Brandstiftung, ich schwör's. Kommando Spritz, wo bleibt ihr? Und die bauen erstmal den Kahn zusammen, Leute. Spielstand gespeichert. Und die unterhalten sich hier. Oha. So, Kommando Spritz, wo bleibt ihr? Los. Kommando Spritzo. Los, schnell. Oh, huch. Ja, ich guck lieber dahin, da sieht schöner aus. Was denn jetzt mit Kommando Spritz? Seid ihr jetzt ready oder was? Da sind sie. Kommando Spritz ist wieder im Einsatz, Leute. Wartet. Dann war's das gar nicht, du. Letzte Nacht. Im Hof. Schlag 12. Ganz in Weiß? Was? So, jetzt haben wir alles gelöscht, oder? Jetzt müssten wir, glaube ich, alles gelöscht haben, Leute. Kommando Spritz. Gebäude sehr gut. Wurden zum Raub der Flammen. Ja, die Baumwolle war neu. Eins, die eins wurde zum Dann Raub der Flammen. Dann erheben sich die Flammen. Es ist ihre Warnung. Du musst die Masken finden, die mit dem Teufel wandeln. Bitte was? So, diese... Die sind alle nicht so happy hier. Wir müssen mal gucken, was die hier für eine Aufgabe wollen. Machst du das für mich? Sieh, sieh. Oh, der will nur ein Foto. Hast du nichts Wichtigeres zu tun, als einem alten Mann den Berg hochzuhelfen? Oh, die wollen ein Familienfoto haben. Kriegen wir doch hin. So. Du hast dein Wort wieder gehalten, Chefe. Natürlich, Digi, natürlich. Wer was anderes erwartet? Ich bitte euch. Ich bitte euch. So, wir machen mal weiter hier mit den Grundbedürfnissen, weil die sind ganz, ganz schlecht gelaunt, unzufriedene Bevölkerung. Die wollen ein paar Sachen haben hier. Nicht mal eine Atempause. Eine Kirche, eine Kapelle wollen die haben. Guck mal, Kapelle. Eine Kapelle. Lass mal gucken, stellen wir mal da hin. So, guck mal, jetzt haben sie eine Kapelle. Ich hoffe, jetzt werdet ihr ein bisschen glücklicher.
Und jetzt wollen sie haben Rum, Leute. Rum. Die wollen alle nur saufen. Das ist schlimm, Leute. Das ist schlimm. Was im Bau? Ne, die Feuerwehr. Ach, weil ich sie versetzt habe, oder was? Okay, aber wir haben noch eine Mission. Wir sollen die ein Polizeirevier bauen. Das bauen wir auch gleich mal. Die Patrouillen werden die Brandstifter auf frischer Tat ertappen. Das hoffe ich doch. Oh, es brennt schon wieder. Ein Feuer ist ausgebrochen. Diggi, hier sind echt Brandstifter unterwegs. Was ist denn hier los? Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel? Nein. Das Pech verfolgt mich. Digga, der nervt aber auch mit seinen Scheißinseln, Alter. Das Pech verfolgt mich. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Nein, Kreises. Ihr kriegt alle keine Inseln. Sind lasst mich in Ruhe. Die Ursache für mein Bedauern? Sind Sie die Ursache für mein Bedauern? So. Lass das da brennen. Expeditionen sind wichtiger. Das Minenfeld. Beim Ausrufen. Warte, wir machen wieder hier weg. Das Minenfeld. Beim Aufrufen eilen alle zu Bug. Und natürlich wiegen sich mehrere dieser grauenhaften Kugeln verführerisch unter der Wasseroberfläche. Wer weiß, wie viele von diesen Höllenmaschinen wir bereits passiert haben oder wie viele uns noch erwarten. Eine falsche Bewegung und diese Gewässer verwandeln sich in ein Feuermeer. Was sollen wir nur tun? Ach, Digi, immer mit der Ruhe. Wir klären das hart. Wir können auswählen, durch das Minenfeld navigieren. Wir haben ja einen Lotsen dabei, das würde klappen. Ja, das machen wir. Wir sind die Herren des Meeres, singt die jubilierende Besatzung, als das Schiff mühelos zwischen den Minen hindurchgleitet. Sogar Odysseus hat im Kampf gegen Skylar und Charybdis Männer verloren. Wir sind noch vollzählig und unsere Bande werden nur noch stärker. Kurz darauf wird eine besondere Flasche entkorkt und auf den weiteren Erfolg der Expedition angestoßen. Bam. Zustand gespeichert. So, Expedition fortsetzen. Okay. So, wir gucken mal schnell bei Aufgaben. Wir müssen noch die Brandteufel hier sind, die Pyromanen. Die sollen wir jetzt finden. Die Frage ist, wie sehen die aus? Die Frage ist, wie sehen die aus, Leute? Die alten Brand... Ah! Wir haben eine Fackel in der Hand, die Schweine. Da ist noch einer. Ein Brandstifter fehlt noch, ein Pyromane. Da ist er. Du könntest beim Widerstand anheuern. Hab Dank für den Schutz, den du organisiert hast. Kein Ding für einen King. So. Ich fürchte, das wächst sich zu einer Krise aus. Die Kranken sterben, wenn wir ihnen keine Betten und saubere Wäsche geben. So, wir sollen auf jeden Fall erstmal die Gruppe Flüchtlinge abholen. Dampf mal dahin. Mit dem Schiff. Das kann ja so lange fahren, wie wir hier weitermachen. So. Weiter geht's. Und zwar möchten die natürlich auch noch andere Sachen haben. Und zwar müssen wir uns mal jetzt um Rum kümmern, Leute. Alkohol ist wichtig. So, Zuckerrohrplantage. Jetzt gucken wir mal, wo wir die hinballern. Ich glaube, die ballern wir gleich hier mit hoch. Ja. Die ballern wir gleich mit hoch. Und auch 128 Felder. Es lohnt sich halt immer, die schön am Rand zu bauen. So, das war's schon. Okay, dann weiter. Nächste. Ich baue da mal gleich ein paar mehr, weil ihr wisst, wir brauchen da immer auch viel. Ich erinnere euch nur, wie viel Kartoffeln und Schnapsfabriken wir da bei der anderen Insel brauchten. Okay, eine bauen wir noch. Aber so nutzt man halt am besten den Platz. Halt. Mal hier oben geht's auch noch. So nutzt man halt den ganzen Platz aus. So, wir haben ja gesagt, wir bauen eher effizient anstatt schön. So, aber hier geht das wenigstens schön bis an den Rand. So muss das, Leute, so muss das. Ein Feld habe ich noch übrig. Das ist doch scheiße. So. So. Holzfällerhütte.
Ja, eine Holzfällerhütte bräuchten wir tatsächlich noch. Warte mal, hier oben passt da noch irgendwo eine hin, die dann nicht ganz so scheiße ist. Oh, hier ist was abgebrannt. Wahrscheinlich keine Feuerwehr in der Nähe, kann das sein? So, hier ist der eine Holzfäller. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen. So. Deine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Isabel fragt, ob die Flüchtlinge an Bord. Ja, lad ein. Wir sind Sklaven. Ich flehe dich an. Liefere uns nicht diesen Diablos aus. Wo ist denn jetzt mein Schiff eigentlich? Die Büßer hier arbeiten für uns. Auf die alte Dame ist Verlass. Hä, hey, was ist denn jetzt hier? Die Bewegung braucht neue Helden. Ei! Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Segel setzen! So. Okay, dann haben wir schon wieder alle Missionen von der. So. Okay, Rum wird jetzt produziert. Ja, wir können dich gerne updaten. Ach, können wir doch gar nicht. Uha, voll ausgelastet. Leute, voll ausgelastet. Schiff unter Beschuss. What? Auch die alte Dame ist Verlass. Die machen wir platt. Oh, sowas von. Feuer. Feuer. Stillstand. Volle Breitseite. Alle stehen bereit. Hä, hey, haben die. Können die nicht schießen? Kanonen! Ach du Scheiße. Haltet sie auf Kurs! Hä, hey, das ist doch eine Fregatte. Feuer frei! Hätte ich mal beide geschickt. Schaden am Schiff, Admiral. Ja, ich sehe das schon. Hey, warum konnte die jetzt nur einmal schießen? Hat da jemand eine sinnvolle Erklärung für? Was ist das hier für Orcas? Ah, das sind Buckelwale. Guck mal hier. Oder so eine komischen... Wie heißen die Wale? Das sind doch Buckelwale, oder nicht? Orcas sind doch die mit schwarz-weiß. Verrückt. Ist hier voll abgeballert. So, ich wollte jetzt aber gucken hier. Unser Lagerproblem. Wir brauchen, glaube ich, einfach noch ein Lagerhaus. Aber ich kann das gerade nicht updaten. Ich kann das gerade nicht updaten, Leute. So. Pottwal, stimmt. Pottwal hießen die Dinger. So, Expedition braucht wieder... Die Angst hat uns im Griff. Der Schatz von Hassan Ben Said. Bereit für eine echte Schatzsuche? Was als planmäßiger Aufenthalt in einer Taverne begann, entwickelte ungeahntes Potenzial. Eine Älteste lädt die Mannschaft ein, sie auf der Schatzsuche nach einem verborgenen Schatz des Korsaren Hassan Ben Said zu begleiten. Sie sagt, sie möchte den Schatz nur finden und ihn dann gern hergeben. Die Freude über den Fund an sich die und das Ende... Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Ja, lad die aus. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Ja. So, sie sagt, dass sie... Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Wie siehst du denn aus? Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Komm mal ran, Kollege Klettverschluss. Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen die Purpuria, dass wir nicht allein sind. Die ballern wir richtig weg. Oh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schiffe. Ich bin so froh, dass uns jemand beisteht. Ja, ja, heu rum. Komm jetzt. Die Freude über den Fund an sich und das Ende der lebenslangen Suche sei Belohnung genug. Die Mannschaft platzt fast vor Aufregung. Ein echter Pirat, Charles. Juhu. Der winkenden Ältesten folgen. Ja, komm, machen wir. Die alte Hexe lockt die Mannschaft in eine Falle. Noch bevor die Männer merken, wie falsch ihr Vertrauen war,
schreckt sie sich in den engen Gassen fest. Oh, Alter, was? Von vorne und von hinten nähern sich bewaffnete Gestalten. Scheiße. Komm, angreifen. Do it. Die Seeleute teilen ordentlich aus. Noch bevor die Beutelschneider reagieren können, überwältigen die tüchtigen Seebären sie mit vereinten Kräften und kurz darauf hört man die Banditen um Hilfe rufen. Der Schmack des Sieges wird allerdings davon getrübt, dass die Mannschaft sich so einfach an der Nase herumführen ließ. Ja, das ist natürlich richtig. Und so gedämpfte Stimmung, Leute. Gedämpfte Stimmung. Dann kriegen sie halt ein paar Fische um die Ohren und dann geht's denen wieder gut. Guck mal, wir sind nur noch mit der Moral bei 51. Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut, Leute. Das ist aber nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. Stimmt, hier sind lauter Pottwale. Guck mal. Die machen echt Geräusche. Walisch. Leute, ich kann walisch. So. Okay, was wollen die als nächstes haben? Die wollten, glaube ich, Burritos oder sowas, richtig? Zeig mal. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Hey, aber was ist denn jetzt mit unserer Rumproduktion? Achso, wir brauchen noch natürlich noch eine Rumbrennerei. Zwei Stück, bitte. Ja, wieso? So. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Ich habe die Alerts leider aus, zwecks Live-Let's Play, würde mich zu sehr stören. So, jetzt haben wir Rum hergestellt. Und ist hier noch? Schiff wird angegriffen, ist erledigt. So. Okay, sehr gut. Was wollt ihr noch haben? Rum kriegt er jetzt so langsam. Ponchos wollen die haben. Okay. Alpaka-Farm. Wo ballern wir die denn jetzt hin? Auch hier unten, würde ich sagen. Ich glaube, die haben auch drei. Stillstand gespeichert. Ich glaube, die haben drei, ihr wisst schon, drei Felder. Können wir die vielleicht sogar hier unten noch hinballern? Vier sogar. Oha. Okay, da können wir es nicht machen. Am Strand können wir nichts bauen. Huch! Was mache ich denn, Alter? Ich wollte die Felder setzen. So, wir machen auch gleich mal zwei davon. Ich wollte doch die Felder setzen und nicht hier... Alter. Verrutscht. So. Die brauchen 30 Sekunden und die auch. Das heißt, wir können noch zweimal. Guck mal, die kriegen wir doch da hier hin. Ja, hier leider nicht. Achso, geht auch nicht. Krass. Machen wir eine da hin und eine hier hin. So, jetzt werden auch Ponchos produziert. Spulen wir ein bisschen vor. So, jetzt dürften die aber gleich... Nicht mal mein Alpaka kann sich beklagen. Jetzt dürften die aber gleich ein bisschen höher gehen. Rum haben sie jetzt. Jetzt sind sie alle happy, happy, lappy. So, was sagt denn unsere Mission? Ein Schiff erster Klasse. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabscheint. Hä, aber... Tut euch noch ein wenig auf. Die habe ich doch jetzt. Ich frage nur ungern, aber all diese Leute kommen hier mit leeren Händen an. Klar, haben wir angenommen. Auf die alte Dame ist Verlass. Auch meine Insel muss evakuiert werden. Es ist nicht mehr sicher dort. Der Angriff der Purphoria macht ihnen große Angst. Bitte nimm sie auf. Das pyphorische das Böse. Das wird unsere Festung sein. Eine Zuflucht fernab jeder Unterdrückung. Wir müssen sie schützen. So, das pyphorische Böse. Der ketzerische Kult der Göttin Pyr
Was, wenn all diese Leute krank werden? Wir brauchen ein Hospital. Fasste der neuen Welt Fuß. Saramentos Bewegung wurde grausam unterworfen und unterdrückt. Will der Kult nur die Ölquellen auf Prosperity ausbeuten oder verfolgt er noch andere finstere Pläne? Das wird sich zeigen, Leute. Das wird sich zeigen. So, was sollen wir hier jetzt machen? Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Leute, wir haben Sachen gefunden. Schmetterlinge, Bisons und Quallen. Geil. Nach wochenlanger Irrung und Wirrung kehrt die Expedition unversehrt zurück. Sie haben ein wildes Tier eingefangen. Die Mannschaft dringt auf den Erfolg ihrer zoologischen Expedition. Diese kann dem Studium der Welt, der Natur, nur zugutekommen. Geil. Geil, Leute. Leinen los. Das heißt, wir laden die jetzt aufs Schiff. Auf die alte Dame ist Verlass. Und ab zur Allenwelt. Bestätigen. So. Das musste jetzt in Druck gehen. Er hat einfach so eine Zeitung rausgehauen, glaube ich. Ich glaube, ich habe nicht reagiert. Das könnte auch sein. Das könnte sein, muss aber nicht. Ein Schiff erster Klasse. So, wir hatten noch eine Expedition, Leute. Noch Kommen eine zoologische. Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele davon. So, die schicken wir nochmal los. Wir brauchen aber Glauben und Heilkunst. Das heißt, ja, Ration halt auch. Ich würde sagen, wir lassen tatsächlich mal. Was ist das denn hier? Qualitätsbaumwollsamen. Geil. So, ein das hier. Feuer ist ausgebrochen. Scheiße, da eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ich glaube, wir brauchen noch eine Feuerwehr, Leute. Spielstand gespeichert. Die ganzen Alpakas, alle gestorben, Leute. Alle gestorben. So, komm, Kommando Spritz. Die Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Weiter, guck mal, die rasen jetzt einfach. Tja, kam der wohl zu spät. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Oh ja, alles gut. Okay. Jetzt haben wir jetzt eine Feuerwehr hier. Guck mal, die deckt hier eigentlich alles so weit ab. Okay. Die Insel hier sieht nicht du so kriegst sie nicht. Mir echt an die Nieren. Das geht mir echt an die Nieren. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Expedition wollten wir. Wir können nur auf guten Wind hoffen. Auf mehr nicht. Wir nehmen noch was anderes mit. Und zwar. Ach, guck mal, stimmt. Hier unten steht immer was. Guck mal, Geschick brauchen wir. Nee, wir brauchen Glauben. Was ist denn für Glauben gut? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Guck mal, Heilkunst, rum. Jagdglück ist halt, Dingsbums. Mhm. Ach, guck mal, da steht sogar dann da. Okay, wusste ich auch nicht. Dann schicken wir die mal so los, komm. So, mein Schiff ist, angekommen. Benachrichtigung, Schiff ist angekommen. Neue Befehle, Admiral. Ja, mach mal hier. Fahr mal zurück nach Hause. Hier, einmal bitte dahin. Kurs gesetzt. So. Gehört dieses Land Ihrer Königin oder darf ich... Du darfst das nicht kriegen. Bis ans Ende der Welt. So, die gehen jetzt auf Expedition. Sehr gut. So, neue Welt. Wir waren hier noch nicht fertig. Haben die jetzt eigentlich alles? Gut. Die haben alles, Leute. Die haben alles. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön hier. So. Wir haben wieder neue Aufgaben. Flüchtlinge willkommen. Steht da. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen da und bis dahin. Macht's gut. Guck doch mal. Was hältst du davon? Gar nichts. Genau. Immer schön nachtreten. Ja. Die Feierlichkeiten sind beendet.